Guten Tag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Starköche kochen bei Ihnen zu Hause. Heute bin ich zu Gast beim Herrn Harry Hasler. Saletti zusammen, es gibt also die Fleischmöcke da. Das sind Strussenwädli. Wir kochen heute exklusiv für Sie, Herr Hasler, ein Oiset Imperial Fontainebleau. Ist mal etwas anderes als die Hamburger, gell? Sie können die Strussenwädli schon mal poussieren, Herr Hasler. Was ist los? Poussieren? Muss ich es abknutschen, oder nein, was? Nein, poussieren, so. Ja gut, dann posiere ich da mal und dann ins Aquarium mir. Hm? Das ist ein Minzeblütenbad im Aprikosenschaum. Wir schmecken die Strussenwädli à la minute ab, sodass das Fleisch den frischen Gaumen kann flattieren. Meistens ist sie ja im Rennschopöp. Wie? Im Rennschopöp. Du, die machen also dertige Teebohnenstücke. Wir schauen also, dass wir die Wäsetli im Sud nicht allzu sehr forcieren. Dertige Klöpfe. Dertige Klöpfe. So, dann ziehen wir die Wäsetli kurz ab in dem afghanischen Majoranbeet und legen sie nachher auf das Palmspitzenblütenbeet. Kennst du das Rennschuppen? Nein. Wichtig ist, dass sie das Palmspitzenblütenbeet doppelt schichtet. Das hat es einen geilen Country-Sound. Los ist auch Country, so beim Bussieren. Wer es lieblich mag, kann durchaus einen Schuss Oberföhringer Vogelspinnen dazugeben. Bitte sehr, Herr Hasler. Wie gesagt, man kann auch darauf verzichten. Wir dienen die Strussenwädli jetzt bei 120 Grad im Ofen blanketieren. Und anschließend im Kühlschrank kühlstellen. Ich habe das schon vorbereitet. Oh! Ja, da habe ich schon lange verdruckt, hatte einen grausamen Kohldampf gehabt. Ja, wir haben hier, glaube ich, eine kleine Pfanne. Was willst du, eine kleine Pfanne? Nein, eine Pfanne. Wie soll ich jetzt hier, wenn sie hier einfach... Nimm es nicht tragisch. Schau, da hast du einen Büchsenöffner. Da haben wir eine Büchse Ravioli und schon ist ein super Fraß. Tja, meine Damen und Herren. Oder hättest du lieber wollen ins Rennschuppen? So würden die Wäsetli aussehen, wenn sie fertig sind. Sie können das nachlesen in meinem Buch Kochen mit Geist und Grütze. Und sonst schiebst du einfach ein Ravioli, gell? Das wär's gsi für heute. Z'nächste Mal undulieren wir dann ein Lachsbrüstli beim Sepp Trutsch.